Ja, hallo wieder mal, ich bin's der Stefan von Engine Only und heute zieht uns wieder in den Weltraum. Wir haben ja im Vorfeld schon das eine oder andere Tutorial diesbezüglich gemeinsam durchgestanden, kann man schon fast sagen. Und heute möchten wir ein paar Teile diesbezüglich zusammenfassen und so wie ihr jetzt sehen könnt, ein dynamisches Composing erstellen. Das klingt jetzt schwieriger, als es im Endeffekt ist. Wir klatschen das alles zusammen, rühren mal kräftig um und ja, wir schauen dann einfach mal, was rauskommt. Bevor ich jetzt mit dem Tutorial anfange, möchte ich euch noch an mein Gewinnspiel erinnern. Und zwar, ich habe ja letztens zur Feier des Tages, also quasi zu meinem 100. Abonnenten auf YouTube, ein Gewinnspiel gestartet, wo ihr auf meiner Seite Rohmaterial runterladen könnt und daraus ein Composing erstellt. Aus den ganzen mir zugesendeten fertigen Composings werde ich dann drei aussuchen und ja, der Sieger wird dann gekürt und kann sich dann entscheiden zwischen einem Rode-Mikrofon, einem Stativ für die Kamera oder dass ich mir einen Irokesen schneide. So, aber genug davon. Fangen wir jetzt endlich mit unserem Tutorial an. Viel Spaß! So, wir fangen dann einfach wieder mit unserem schwarzen Fenster an. Die Größe habe ich so gewählt, dass sie meiner Bildschirmauflösung entspricht. Die Texturen habe ich im Vorfeld größtenteils von der NASA-Seite besorgt. Hier ist es eigentlich nur wichtig, wenn ihr das veröffentlicht, einfach dazu zu schreiben, dass es von dieser Seite ist. Dann gibt es auch rechtlich keine Probleme. Ja, dann importieren wir das Ganze einfach mal. Ich nehme hier gleich mal das erste Foto. Man kann sehen, das ist ja irgend so ein Satellitenbild von irgendwelchen Inseln. Ziehe mir das in mein Bild rein und das Original können wir dann wieder zumachen. Als nächstes setze ich das ungefähr in die Mitte rein und transformiere es erstmal perspektivisch, sodass ich ein wenig mehr Tiefe in das Bild hineinbekomme. Ich glaube, das ist schon so mal ganz okay. Aufgrund dessen, dass es ja ein Smart-Objekt ist, können wir das wirklich verlustfrei machen. Dementsprechend kann ich das auch ziemlich groß machen. Mache hier noch etwas tiefer, links auch. Gut, ja. Jetzt kann ich das Freitransformieren-Werkzeug verwenden und versuche mir mit diesem Werkzeug mehr oder weniger einen Horizont vom Planeten zu basteln, indem ich die oberen, linken und rechten Kanten jeweils nach außen ziehe und versuche einigermaßen eine schöne Krümmung darzustellen. Wichtig dabei ist jetzt eigentlich nur, dass die horizontalen Linien so gut wie möglich parallel liegen. Und die oberste Linie die kleinste ist. Das heißt, ich versuche wirklich mit dem Bild, was wir haben, das zweidimensional war, wirklich mehr oder weniger so eine dreidimensionale Tiefe zu erreichen. Und ja, ich glaube, so sieht das schon einigermaßen okay aus. Ich bestätige das Ganze mal und ziehe mir das an. Und ja, ich glaube, ich kann, ja, damit kann ich zufrieden sein. Auf zum nächsten Schritt, würde ich sagen. Was wir jetzt machen ist, wir werden die Farbe noch ein bisschen optimieren, weil ich möchte das Ganze ja im Weltall darstellen und dementsprechend sollen auch die Farben etwas dunkler sein. Dazu gehe ich jetzt einfach zu Korrekturen, Dynamik und warte, ich schiebe mir das ein bisschen auf die Seite, mache die Sättigung etwas höher, yep, genau, und die Dynamik etwas niedriger, sodass die Farben etwas satter werden, aber trotzdem etwas abgedunkelt werden, also abgedämpft werden. Dann nehme ich jetzt gleich das nächste Foto raus. Das ist auch von nasa.gov. Das sind Wolken, beziehungsweise eine Wolkenaufnahme. Das ziehe ich mir jetzt dann wieder einfach in mein vorhandenes Foto hinein. Orientiere mich da am linken Bildrand und gehe die und gebe die Deckkraft etwas weiter runter, sodass ich den Horizont erkennen kann. Mache dann als erstes wieder ein Smart-Objekt draus und skaliere mir das dann mal schön in mein Composing hinein. Also rechts unten ein bisschen kleiner machen. Genau. Dann wird das Ganze wieder frei transformiert. Aufgrund dessen, dass es ja von der Deckkraft etwas weniger ist jetzt als vorher, kann ich mich wirklich schön am vorhandenen Horizont, den ich im Vorfeld erstellt habe, wirklich fein orientieren. Es muss jetzt nicht 100% genau sein, aber so ungefähr, damit wir mal wissen, wo wir hinwollen. Nachdem das dann erledigt ist, können wir mal schauen, wie unsere
Verformung jetzt mal so im Groben ausschaut. Ich bestätige das Ganze jetzt, lasse das rechnen und ja, im Großen und Ganzen ist das ganz nett. Ich optimiere das jetzt noch ein bisschen, ziehe das noch ein wenig nach unten, bestätige wieder und ja, damit bin ich jetzt zufrieden. Der nächste Schritt in unserer Weltraum-Odyssee ist, ich gehe mit gedrückter STRG-Taste auf unsere Planetenebene, erzeuge damit eine Auswahl, dann kehre ich die Auswahl um und wir haben den oberen Teil und schneide dann einfach, hoppla, vorher muss ich das noch rastern, sorry, mein Fehler, und schneide mit unserer eben erstellten Auswahl dann einfach die Wolkenebene und die Planetenebene wirklich auf Pixel genau am gleichen Punkt ab. Dann kann ich das Auswahlwerkzeug wieder nehmen und die Auswahl aufheben. Und wie man sehen kann, wir haben wirklich eine deckungsgleiche Wolkenebene im Vergleich zur Planetenebene. Das schaut sehr gut aus so. Damit das Ganze dann noch etwas realistischer ausschaut, wird die Wolkenebene jetzt noch zweimal kopiert. Einmal. Okay. Und dann gleich noch ein zweites Mal. Ja, Rechtsklick wieder und erledigt. Okay. Danach werden dann die oberste und die mittlere Ebene zusammengefügt. Jo, die unterste Ebene gebe ich jetzt noch von der Deckkraft etwas runter und dann können wir uns eigentlich noch mit den Korrekturen ein bisschen spielen, so dass uns der Planet wirklich so gefällt oder beziehungsweise dass der Planet dann wirklich so dasteht, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Also ich gehe noch bei den Korrekturen rein, schraube das noch ein bisschen runter jetzt und ja, ich glaube, so kann man das lassen. Nachdem unser Planet jetzt eigentlich schon recht gut dasteht, werden wir uns jetzt noch der Atmosphäre von unserem Planeten widmen. Das heißt, ich werde jetzt die Ebenenstile öffnen. Und zwar indem ich einfach auf die Ebene, wo unser Planet drauf ist, Doppelklick drauf mache. Das wisst ihr ja schon. Und was uns jetzt interessiert, ist Schein nach innen bzw. Schein nach außen. Ich mache bei beiden jetzt mal ein Häkchen rein. Suche mir dann gleich die richtige Farbe aus. Also ich möchte jetzt hier so ein helles Blau haben, damit ich da diesen Schein, der ins Planeteninnere geht, schön darstellen kann. Setze das mal ganz hoch und versuche einfach mal rauszufinden, wie mir das jetzt am besten gefällt. Ich glaube, wenn ich das jetzt die Deckkraft noch ein bisschen runterdrehe, können wir das Ergebnis, glaube ich, gelten lassen. Ich finde, das sieht jetzt nett aus. Dann gehen wir gleich auf den anderen Schein, machen die Atmosphäre außen. Da mache ich jetzt, wie man sehen kann, noch mit Weiß von der Größe her ein bisschen was. Und dann suche ich mir jetzt wieder die Farbe aus. Diesmal wieder einen dunkleren Blauton. Und jetzt werden wir einfach noch ein bisschen mit der Größe herumspielen, bis wir zu unserem Ziel gekommen sind. Das lassen wir so. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen höher drehe, sieht das, glaube ich, recht ansprechend aus. Zu guter Letzt wird das jetzt noch bestätigt. Und ja, siehe da, unser Planet steht nicht nur gut da, sondern er hat auch schon eine eigene Atmosphäre. Das ist jetzt schneller gegangen als geglaubt, oder? Gut, jetzt wird das alles noch gerastert. Und ich markiere alle Ebenen, mache eine Gruppe daraus und nenne die Gruppe jetzt einfach Planet Vordergrund. Spätestens jetzt wäre es super, wenn ihr auch meine anderen Tutorials gesehen habt. Ich werde euch jetzt einfach mal einen Link dann einblenden und ja, wer es noch nicht gesehen hat, kann das einfach dann mal nachschauen. Auf jeden Fall, ich werde den Planeten, den wir schon mal gemeinsam erstellt haben, einfach in das andere Bild oder in unser Composing hineinschieben. Das geht ganz einfach und man sieht, wenn man ein bisschen vorarbeitet, kann man im Laufe der Arbeit wirklich sehr viel Zeit sparen. Momentan ist halt dieser Planet noch relativ groß und im Vordergrund. Das werden wir jetzt ändern. Das heißt, ich mache ein Smart-Objekt draus, skaliere ihn erstmal etwas kleiner und schiebe ihn dann auf die richtige Position. Die richtige Position ist in diesem Fall relativ leicht erklärt und zwar, ich teile mir mein Bild meistens in jeweils 3/3 von der Höhe und 3/3 von der Breite und versuche immer
markante Punkte im Bild auf den Schnittpunkten dieser Linien zu haben. So wirkt das ehrlich gesagt für den Betrachter einfach viel interessanter. Wir nähern uns jetzt schon dem finalen Punkt unseres Planeten. Ich schiebe ihn jetzt noch weiter runter, mache ihn wieder etwas kleiner. Ich versuche dabei den Planeten auch einigermaßen rund zu lassen, weil sonst sieht es vielleicht etwas doof aus, ne? Aber man kann sehen, ich bin jetzt hier am oberen Schnittpunkt meiner zwei Drittellinien, auf meiner zwei imaginären Drittellinien. Und jetzt drehe ich ihn mir noch zurecht, damit der Lichteinfall auch passt. Und ja, so werde ich das jetzt lassen. Ich bestätige das Ganze und wir gehen über zum nächsten Schritt. Jetzt machen wir dann noch einen Asteroidengürtel für unseren Planeten, denn irgendwo müssen ja auch die Asteroiden, die wir dann später einbauen wollen, auch herkommen. Und ja, wie gehabt, einfach reinziehen, einigermaßen gut skalieren, positionieren und die Sache ist erledigt. Ich schiebe das jetzt noch ein bisschen rüber, mache es noch größer und bestätige das. Und ja, wie man sehen kann, ist es relativ einfach zu machen und ziemlich schnell auch gemacht. Das, was jetzt hinter dem Planeten sein sollte, das radiere ich jetzt noch aus. Ich nehme dafür einen Radiergummi mit einer Stärke von, mit einer Härte, Entschuldigung, von 100%, damit ich auch die Kanten schön machen kann. Und mache da oben noch den Rest weg. Und wie man sieht, das haut einwandfrei hin, würde ich mal behaupten. Gut, weiter geht's. Da man ja im Weltraum auch meistens Sterne sehen kann, werde ich jetzt einfach nach, wie soll ich sagen, nach bewährtem Schema einen Sternenhimmel in das Bild hineinschieben. Das ist ein Foto oder ihr könnt es irgendwo runterladen, das ist überhaupt kein Problem. Macht dann die Ebene als Smart-Objekt wieder gleich groß, wie mein komplettes Composing ist, bestätige das Ganze und ziehe das alles an den richtigen Fleck. Und schon fängt das Composing an, sein, wie soll ich sagen, ein wenig Atmosphäre zu entwickeln. Und wenn wir schon beim Thema Atmosphäre sind, werden wir jetzt gleich mal schauen, dass wir den Hintergrund und den Vordergrundplaneten so platzieren, wie er dann auch im finalen Projekt sein sollte. Das heißt, ich ziehe den Hintergrundplaneten etwas runter und die Erde, also sprich den Vordergrundplaneten, stelle ich jetzt etwas schief. Denn es gefällt mir jetzt so bei weitem besser, als wenn alles so schön geradlinig ist, ist ja auch in der Natur selten der Fall. Und ja, bestätige das Ganze und es sieht mit zwei, drei Handgriffen schon bei weitem besser aus als vorher, ne? Und wie schon vorher erwähnt, möchte ich ja noch ein Raumschiff einbauen. Das habe ich übrigens auch bei nasa.gov runtergeladen. Das ist da gratis und die haben da wirklich sehr lässige Sachen. Wir haben jetzt bei diesen Sachen zum Beispiel den Vorteil, das sind 3D-Modelle. Die kann ich ganz normal öffnen, beziehungsweise erst öffnen, dann so skalieren, wie ich es haben möchte. Ich kann auch die Richtung und die Seite verändern. So sieht das Ganze dann aus. Und kann es dann, so wie ich es mir vorstelle, wirklich eins zu eins in mein Bild übertragen. Und ja, wie gesagt, einfach aufmachen, verstellen, reinschieben und die Sache ist erledigt. Ich persönlich finde das sehr, sehr lässig und vor allen Dingen finde ich sehr, sehr lässig, dass die NASA das für uns kreative Menschen bereitstellt. Wenn wir dann unsere Position gefunden haben, die uns gefällt, machen wir Rechtsklick auf die Ebene, rastern die Ebene und schieben es wie gehabt einfach in unser Composing hinein. Das alte schließen wir wieder. Und ich muss jetzt im Vorfeld noch dazu sagen, ich werde jetzt das Raumschiff jetzt nicht extra noch groß ausarbeiten, sondern ich möchte euch diesbezüglich jetzt einfach nur mal zeigen, wie einfach das ist und wie schnell das vor allen Dingen geht. Gut, dann nehmen wir das nächste Teil und zwar wird das eine Raumkapsel sein. Das soll ja im Endeffekt so eine lässige Szene ergeben. Und ich mache das dann im Großen und Ganzen gleich wie früher. Ich öffne die Datei, drehe sie mir zurecht und ja, füge sie dann in mein Composing ein. Ich werde das jetzt noch ein bisschen vorspulen und ja, dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Die meisten von euch werden ja vielleicht schon mitbekommen haben, dass vor ein
knappen Monat die Nick Suit oder beziehungsweise die Nick Filter Collection jetzt als Freeware gehandelt wird. Darum habe ich die jetzt auch mal eingesetzt und habe dann einfach ein paar Schattierungen hinzugefügt noch. Und ja, das geht, wie man sieht, relativ flott. Nicht nur, weil ich es vorgespielt habe, sondern es ist wirklich relativ einfach. Gut, nachdem das jetzt ja, zufriedenstellend ist, würde ich mal behaupten, wir gehen in die Zielgerade. Das heißt, wir werden jetzt unsere Asteroiden noch einbauen. Ich habe die schon alle geöffnet. Ich füge sie jetzt einfach mal schnell in unser Composing ein. Das geht ja mittels Schneideprogramme jetzt schon mit einem Klick. Und ja, jetzt muss ich sie eigentlich nur mehr richtig platzieren und einstellen, wie die Schärfe sein soll, beziehungsweise die Bewegungsunschärfe. Und ja, das erkläre ich euch jetzt. Ich fange ganz einfach damit an, dass ich den ersten Asteroiden in mein rechtes unteres Eck bringe, bestätige das Ganze und fahre dann mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Asteroiden fort. Also es ist das gleiche Prinzip. Ich skaliere sie mir, ich stelle sie mir auf die richtige Position, wie ich es mir vorstelle, schaue mir das dann im Endeffekt an, ob mir das gefällt, und dann geht es mit dem nächsten Set der Asteroiden weiter. Nachdem ich dann das erste Set der Asteroiden fertig habe, mache ich eine Gruppe draus, also ich markiere alle Ebenen, mache eine Gruppe draus, kopiere mir die Gruppe. Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen, damit wir im Endeffekt mit den Asteroiden bis hinten hin zum Schleier kommen, also bis zum anderen Planeten rüberkommen. Diesbezüglich werde ich jetzt einfach wieder etwas vorspielen. Ihr könnt dabei schön Musik hören und zuschauen und ich melde mich dann gleich wieder. Jetzt, da wir den Verlauf unserer Asteroiden wirklich festgelegt haben und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das so ganz gut, werden wir jetzt noch jeder einzelnen Gruppe einen eigenen Schärfegrad einstellen und einen Winkel vor allen Dingen. Die vorderen sollten dabei ziemlich unscharf sein, also sehr unscharf, und die ganz hinten, die vom Asteroidengürtel weggehen, dürfen dabei am schärfsten dargestellt werden. Ja, das machen wir dann jetzt einfach für jede Gruppe. Und wie gesagt, ihr habt da freie Hand. Ihr könnt da gern die Werte, die ich verwende, übernehmen oder auch eigene Werte finden. Ihr könnt das natürlich auch besser machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin so ganz zufrieden damit. Und ja, so kann man das dann lassen, will ich mal behaupten. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Es hat euch auch ein wenig helfen können. Und ja, schaut euch ja gern meine anderen Videos an. Ich habe hier rechts zum Beispiel das Video zu meinem Gewinnspiel, das aktuell noch bis Mitte nächstes Monat läuft. Ich glaube, es wird sich für euch sogar richtig auszahlen, wenn ihr mitmacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Alles Gute, viel Spaß bei Photoshop. Der Stefan von Engine Only.